Moin aus dem Walsböller Pastoratsgarten. Heute ist Muttertag. Eigentlich ein Tag, der zumindest in der evangelischen Kirche keine große Beachtung findet. Die ersten Anfänge vom Muttertag liegen im Jahr 1865 in den USA. Es ging zunächst darum, dass Frauen ihre Söhne nicht mehr in den Kriegen opfern wollten. Später um Frauenrechte. 1908, immer noch in den USA, kam die Idee in anderer Form wieder auf. Ein Gottesdienst zu Ehren von Müttern wurde gefeiert, in dem weiße Nelken verteilt wurden. Und das verwandelte sich dann in die Richtung, die wir heute kennen. International nahm das Ganze Fahrt auf und auch in Deutschland kam es an. 1922 nahmen Blumenhändler die Idee auf und bewarben doch nun an diesem Tag die Mütter zu beschenken. Der Rest ist Geschichte. Heutzutage werden Mütter vielfach mit Blumen beschenkt und in Kitas und Grundschulen werden allerlei Geschenke gebastelt. Mutter, Muttertag. In der Bibel wird Gott sehr männlich dargestellt, bis hin zum Vater unser. Sehr viel weniger sind die weiblichen, mütterlichen Beschreibungen von Gott. Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. An anderer Stelle heißt es, dass Gott sein Volk verteidigen will wie eine Bärin, der die Jungen weggenommen werden sollen. Mutter, eigentlich klingt das ja eher sanft und lieb, tröstend und umsorgend. Vielleicht nun räum aber doch mal dein Zimmer auf. Aber Mütter haben sehr viel Kraft. Eine schier unendliche Ausdauer von jahrelang unterbrochenen Nächten, über darin, diese Energie und auch Müdigkeitsbündel so zu handeln, dass man gut mit ihnen umgeht und sie versorgt und das alles verwoben mit unendlicher Liebe. Was nicht heißt, dass Müttern auch mal der Geduldfaden reißen kann oder dass sie schlecht drauf sein können. Das sind ja schließlich auch nur Menschen. Aber trotzdem, ich glaube, dass bei Müttern noch was Besonderes drin ist. Genauso wie bei guten Vätern. Die will ich hier nicht außer Acht lassen. Aber heute geht es um die Mütter. Und ich glaube aber auch, dass Mütter somit das Gefährlichste sein können, was es auf dieser Welt gibt. Eine wütende Bärin ist doch schon eine gute Beschreibung. Aber ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, anzuerkennen, dass Gott nicht nur männlich und Vater ist, sondern eben auch Mutter. Mit all dem, was wir mit einer guten Mutter verbinden. Besonders wichtig ist so eine Betrachtung für alle, die keinen guten Vater hatten. Auch die gab und gibt es ja immer. Leider. Natürlich kann es nicht schaden, diesen Frauen, diesen Müttern, die so viel leisten und geleistet haben, auch mal offiziell zu danken. Danke, liebe Mütter, für alles, was ihr macht und gemacht habt. In diesem Sinne, Gottes Segen. Amen. Und jetzt noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Um 11 Uhr gibt es einen Muttertagsgottesdienst in der Walsböller Kirche. Herzlich willkommen.